Ich bin 1921 in München geboren. Meine Mutter war damals am Schauspielhaus engagiert, als Schauspielerin. Und sie hatte schöne Rollen damals und hat sehr viel gespielt. Und ich war also ein heiß ersehntes Kind von ihr. Sie kannte meinen Vater 10 Jahre lang. Meine Eltern waren nicht verheiratet. Anfangs war meine Mutter diejenige, die ihn absolut nicht heiraten wollte. Sie war 2,5 Jahre älter als er und sie fühlte sich dann eben so viel älter als mein Vater und so außerstande, diesen jungen Menschen, der sie unbedingt hätte heiraten wollen, damals zu heiraten, dass sie Nein gesagt hat. Später hat sich das geändert, da hätte sie ihn wohl gerne geheiratet, aber dann war er halt berühmt geworden und hatte unendlich viele Erlebnisse. Und dann hatte er das Gefühl, er dürfe nicht heiraten. Er hatte dann gedacht, er müsse wie Beethoven ein Junggeselle bleiben und ganz sich der Komposition widmen. Und das war eigentlich die Tragik seines Lebens, dass er durch seinen steilen Ruhm als Dirigent vom Komponieren jahrelang eigentlich ganz wegkam. Wie hat denn Ihre Mutter ihn kennengelernt? Er war ein Freund ihres Bruders Friedrich, obwohl er viel älter war als der, aber sie kannten sich gut und dadurch hat sie ihn wohl kennengelernt. Und er war halt die große Liebe ihres Lebens. Sie hat auch mich so erzogen, dass ich nur Gutes über ihn gesagt, nur in Liebe zu ihm aufgewachsen bin. So dass es für Sie kein Problem war, ein uneheliches Kind zu sein? Überhaupt nie, gar nie, gar nie. Im Gegenteil, ich war stolz auf ihn. Er wurde ja dann ein berühmter Mann. Und also das hat mir nichts ausgemacht. Und Sie haben ja dann sogar nach ihm geheißen. Ja, da gab es in der Nazizeit ein Gesetz, dass uneheliche Kinder mit Einverständnis des Vaters dessen Namen tragen konnten. Wie war denn Ihr Kontakt? Mit meinem Vater? Ja. Ja, also für kleine Kinder hatte er kein Interesse. Das hat er, wenn dann, überhaupt erst mit seinem eigenen Kind von Elisabeth kennengelernt. Und Sie haben sich angefangen, mit ihm zu unterhalten, so ab welchem Alter? Also ich durfte zum ersten Mal nach Bayreuth, wie er dort den Ring gemacht hat. Da war ich 16 und er dirigierte auch Parsifal, aber da fand er mich also zu jung und zu unreif. Da durfte ich noch nicht hin. Da gab es noch die Szene, da waren wir einmal eingeladen, die ganzen Mitwirkenden, und ich durfte auch mit nach Nürnberg, wo der Hitler die Bauten, für seinen Parteitag, das waren alles Attrappen, und die wollte er herzeigen. Da passen so und so viel 1000 Leute rein und da so und so viel. Und alles hat nur ah und oh gesagt. Und auftauend hat der Hitler dann erst am Abend im Hotel. Und da gab es dann irgendwelche Vorführungen. Und da gibt es ein Foto, da sitzen wir alle nebeneinander, die Winifred und Hitler. Und dann noch eine Tochter von Winifred und dann sitzt mein Vater so ganz auf der letzten Ecke mit einem Gesicht, wie kann ich denn da nur wieder weg, so ungefähr. Und ich sitze dann da vorne und ich hatte irgendjemand aufgenommen. Also das war sehr typisch. Naja, aber er wurde halt im Dritten Reich
er konnte nicht hindern, dass er missbraucht wurde von dem Regime eben als Aushängeschild. Mal ist er ja von all seinen Ämtern zurückgetreten, aber er musste dann doch wieder zu Hitlers Geburtstag dirigieren. Die ersten Jahre hatte er sich immer gedrückt und dann einen Attest gebracht und so weiter. Und dann hieß es, diesmal müssen Sie, wir erkennen es nicht mehr an, dass Sie einen Attest bringen. Und naja, da musste er. Und Sie haben schon ungefähr ab 8 ganz viele Konzerte. Ich war besucht. Ja, in meinem ersten Konzert war ich 8, da waren wir in Münster und er dirigierte in Köln, das war nicht weit. Und da fuhren wir hin und da war ich entsetzt. Ich genierte mich fürchterlich für ihn, wie er da auf dem Podium tanzte. Also das war mir schrecklich. Ich habe gesagt, das war mein erstes und letztes Konzert. Aber ich habe dann ungezählte Konzerte mit ihm erlebt. Also wann immer er in die Städte kam, natürlich, wo wir wohnten, oder in der Nähe war, fuhr die Mami schon mit mir hin. Und dann später, wie ich erwachsen wurde, bin ich also in all seinen Konzerten gewesen. Vor allem von Dresden aus war das wunderbar. Das war nah Berlin und er war immer 3-mal hintereinander. Oder ich erlebte Proben mit. Also das war eine herrliche Zeit. Und da haben Sie ihn dann wahrscheinlich kurz gesehen, eben meistens ja kurz. Ja. Und dann habe ich ja auch mal bei ihm gewohnt in Potsdam, wie ich noch studiert habe. Also da hatte ich bei der Hermine Körner Unterricht. Ich lebte eben bei ihm und da war Lenchen, die mich da betreut hat. Und wir haben also uns da natürlich viel gesehen, das ist klar. Und Sie haben auch mal auf dem Klavier vorgespielt? Ja, habe ich auch. Das wollte er. Da habe ich ihm Bach und Chopin und weiß nicht mehr genau was. Also, und er war also ganz, also er fand, dass ich halt musikalisch wäre. Also, das war ja kein Wunder. Seinen Ohren bergab. Er hatte dann mit dem einen Ohr große Schwierigkeiten und er hatte noch für den Januar 55 ein Engagement nach Amerika angenommen und davor hat ihm gegraut, weil das rapid schlechter wurde. Ich weiß noch, im Jahr 54 waren wir noch in Salzburg, da erinnere ich mich, dass eine Szene kam, wo er das Stichwort nicht gehört hat. Und es kam nichts. Und dann haben die es wiederholt auf der Bühne. Und das war für ihn also schon ein schreckliches Erlebnis. Jetzt habe ich das Stichwort verpasst. Und da haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Ja, ja. Er starb dann im Herbst. Dass er gläubig war? Ja, doch, doch. Er war ein sehr gläubiger Mensch. Also er war gar nicht kirchlich, aber er... Wir haben auch Gespräche über den Glauben gehabt miteinander. Lenchen erzählte mal eine Geschichte, dass er ganz empört von einem Besuch bei einem Filmschauspieler zurückgekommen sei. Der glaubt ja nicht mal an Gott. Da gehe ich nie wieder hin. Und dann hat er halt nachher ganz kleinlaut gesagt, wo kriegen wir denn dann jetzt unseren Salat her? Den hatte er nämlich von denen bekommen. Ich weiß nicht, wie die Sache dann weitergegangen ist. Auf jeden Fall. Nein, ein gläubiger Mensch war er durchaus.